Liebes Publikum vom Stadtportal Bielefeld, heute haben wir einen ganz interessanten Gast, Despina Kapitanaki. Despina Kapitanaki ist Schauspielerin, Schauspielerin und sie kommt ursprünglich aus Athen. Sie hat eine Ausbildung gemacht in Athen an der Schauspielschule und später Ari auch weiter geschauspielert. Danach ist sie für einige Jahre nach Dublin gegangen und hat englische Sprachenübersetzung gemacht und dann wieder zurück nach Athen, um dort weiter Schauspiel zu machen. Da hat sie unter anderem auch die historische Art der griechischen Komödie gelernt. Und danach ist sie dann nach Bielefeld gekommen. Dort hat sie im Theaterlabor einige sehr interessante Stücke mitgestaltet. Vor allem zum Beispiel Die Götter, die wir verließen, Traumfisch, Kaff und Kosmos und Kunstrasen sind nur einige der Stücke, an denen sie mitgewirkt hat. Und dann endlich im Oktober 2013 hat sie sich dann selbstständig gemacht und hat gesagt, okay, ich mache mir jetzt meine eigene Company auf, Experimental Theater Studio heißt ihr Produkt, ihr Projekt und über dieses Projekt wollen wir heute reden. Erstmal herzlich willkommen bei uns hier im Studio, Despina. Despina, dein Projekt Experimental Theater Studio. Was ist die Idee dahinter und was ist das Besondere an diesem Theater? Zuerst vielen Dank, dass ich hier sein darf. Nun über das Studio. Ich wollte schon immer mein eigenes Projekt leiten. Ich hatte vor Jahren die Idee, ein Stück zu entwickeln. Ich habe Erfahrung als Schauspielerin im üblichen Theater. Aber ich habe schon immer nach genug Freiraum gesucht, wo ich stressfrei neue Ideen ausprobieren kann, die in einem normalen Theater nicht sehr willkommen gewesen wären, weil sie sehr viel Zeit und Geld kosten würden. Very welcome to a mainstream theater because there's a pressure of time and also some financial reasons as well. Also habe ich nach Freiheiten gesucht für Freiraum und Zeit, für neue Ideen, mit Menschen, denen ich Zeit geben wollte, in Ruhe zu üben und nicht unter Druck innerhalb von 3 Wochen ein Stück zu proben. Train other people, not only just okay, go, you do this, and let's do it in 3 weeks time. Ich wollte ihnen die Zeit geben, um danach zu sehen, wie das Ergebnis ist. Yes, see what the result is. Was steckt hinter dem Stück Big City Small Stories? Short Stories, Big Cities. Also du hast mich vorher gefragt, wie die Idee zustande kam. Die Idee kam in Dublin, als ich vor ein paar Jahren dort gewesen bin. Da habe ich mit einem anderen Schauspieler gearbeitet und wir haben ein paar Ideen gesammelt. Dann kamen wir auf diese sehr kurze, 10-minütige Vorstellung, was ursprünglich die Idee dafür war, was ich jetzt tue. Plötzlich musste ich Dublin verlassen und so konnte ich nicht an diesem Projekt weiterarbeiten. Ich habe nebenbei andere Dinge gemacht, aber dieses Projekt blieb mir im Gedächtnis und so habe ich versucht, es zu entwickeln. In Athen hatte ich mehr Ideen. Ich erlebte dort ein paar interessante Alltagsszenen. Während ich durch die Straßen ging, sah ich Menschen verschiedene Dinge tun. Durch die spezielle sozialpolitische, finanzielle Situation, in der Athen nun ist, wurden meine Ideen zu dem Projekt auch angeregt. Ich hatte viele Szenen und Bilder der Stadt im Kopf und als ich nach Bielefeld kam, hatte ich die Zeit, um alles zu sammeln und ihnen mehr Struktur zu geben. Und so hatte ich ein Skript, mit dem ich heute arbeiten konnte. Aber ist dieses Stück über Bielefeld oder Athen?
Es ist über keine spezielle Stadt. Es ist über jede größere oder kleinere Stadt. Es sollte ein globales Stück werden. Denn ich habe in Dublin, Athen und heute Bielefeld gewohnt. Und ich liebe es zu reisen. Ich bin schon sehr viel gereist. Ich habe einen multikulturellen Hintergrund und bin sehr an anderen Kulturen interessiert. Meine Arbeit reflektiert das auch. Und ich denke, es gibt viele Dinge, die in jeder Stadt und in jedem Land üblich sind. Ganz abgesehen davon, aus welchem Land man kommt oder welche Sprache man spricht. Und was ist die Idee? Möchtest du die Welt verbessern? Was möchtest du dem Publikum mit diesem Stück sagen? Ich hoffe, ich kann einfach nur Theater spielen und das Theaterspiel verbessern. Ich weiß nicht, ob ich die Person dafür bin, die Welt zu verbessern. In erster Linie möchte ich das Theater und mich selbst verbessern. Und ursprünglich tue ich das, weil ich dadurch bin, wer ich bin. Das ist, was ich mache. Ich habe Anregungen aus der Umgebung und darüber möchte ich reden. Das Stück ist ohne festgelegten Sprachtext. Du improvisierst einfach nur. Könnte man so sagen, wobei es ein etwas komplizierterer Prozess ist, den ich jetzt erläutere. Es gibt keinen festen Text, das ist richtig. Daher auch keine geplante Struktur, nach der wir uns richten. Es gibt eine Grundstruktur, die ich entwickelt habe, aus den Bildern, von denen ich eben gesprochen habe. Und als ich anfing, mit anderen Menschen in der Bielefelder Universität zu arbeiten, denn da sind wir vertreten und dort findet auch alles statt, da haben sich sehr viele Dinge geändert bezüglich der Personen, mit denen ich zu tun hatte und der Improvisation. Show-Improvisation ist unser Werkzeug, was wir brauchen, aber dann gehen andere Prozesse weiter. Es kamen Dinge hinzu, die natürlich grundlegende Schauspielkünste brauchen. Es gibt einen Text, der durch die Proben und Improvisation entstand. Texte, die Darsteller entwickelt haben, habe ich bearbeitet. Es gibt einen Text, aber das Stück basiert nicht auf ihm. Ja, das wäre meine nächste Frage. Welche Sprachen werden benutzt? Du schauspielerst auf Griechisch, auf Deutsch und auf Englisch? Ja, wir verwenden drei Sprachen. Ich verwende meine Muttersprache Griechisch und Englisch, und die deutschsprachigen Schauspieler reden Deutsch. Und Englisch ist die internationale Sprache. In demselben Projekt, als wir es im Januar aufführten, hatten wir Schauspieler aus Russland und Indien. Die haben alle in ihrer eigenen Sprache gesprochen. Ich denke, die Russen können die Griechen aber nicht verstehen, oder? Nein, aber das ist das, wovon ich vorhin sprach. Es basiert nicht auf dem Text. Man versteht das Stück auch, wenn man die Sprache nicht versteht. Und das ist die experimentelle Idee. Es ist in der Hinsicht experimentell, dass es nicht die Norm eines normalen Theaters hat. Normalerweise nimmt man ein Stück und stellt es nur in der Sprache des Publikums vor. Es gibt eine Handlung, es gibt Charaktere und eine Handlung, der man folgen kann.
Wir experimentieren mit der Sprache, der Form, der Arbeitsweise und der Form, wie wir es auf die Bühne bringen. Die nächste Performance ist morgen am Freitag und die letzte am Samstag. Ja, Samstag, und dann haben wir uns überlegt, noch ein paar Performances Ende September, Oktober zu geben. Wo sind die Auftritte denn? Die Performances, die wir bis jetzt gegeben haben, waren auf dem Dach des Parkhauses am Hauptbahnhof, neben der Strandbar Santa Maria. Also es ist ein Open-Air-Platz. Wir benutzen den Platz dort, weil man dort eine schöne Aussicht auf die Stadt hat. Es ist einfach eine sehr schöne Location für das Stück. Wir spielen auch unter dem natürlichen Sonnenlicht. Und was ist dein nächstes Projekt? Dieses hier ist noch nicht komplett. Ich würde gerne weiter daran arbeiten. Ich habe im Oktober damit angefangen, das erste Mal vorgestellt im Januar. Zu Beginn war es nur 30 Minuten lang und nun sind es 45. Ich denke, es fehlen noch ein paar Szenen und es sollte an der Struktur gearbeitet werden. Daher bleiben wir da weiter dran. Wie sind die Pläne für die nächste Zeit? Wirst du in Bielefeld bleiben oder wie sieht deine Zukunft aus? Vorerst bleibe ich in Bielefeld. Ich weiß aber noch nicht, wie lange. Ich arbeite weiter an dem Projekt und hoffe, dass ich es weiter wachsen lassen kann und noch mehr Leute davon begeistern kann. Und vielleicht kann ich danach oder nebenher etwas Neues anfangen. Vielleicht auch etwas Klassisches mit Text. Ja, thank you very much. Also, liebe Bielefelder, wenn Sie experimentelles Theater lieben, wenn Sie sich selbst erfahren wollen, wenn Sie mal was Neues ausprobieren wollen, dann nehmen Sie Kontakt auf mit uns oder mit dieser wunderbaren Schauspielerin und erfahren Sie mehr über Sie selber und auch über Schauspiel. In diesem Sinne, bleiben Sie bei uns.